Ja, servus und moin moin, meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier seid zu einem neuen Let's Play. Ich bin's André und wir spielen wieder Ion Classic. Am 12. April 2023 erschienen und momentan wird das Internet gestürmt von dem Spiel. Alle haben Bock auf Ion und ja, wir auch. So, dann lasst uns mal unsere erste Aufgabe machen, würde ich sagen. Wir sind ja hier gerade gejoint. Haben uns im ersten Video alles angeguckt, den ganzen Intro. Wenn du das nochmal sehen willst, dann geh nochmal in die Playlist rein und schau dir das Video ganz in Ruhe an. So, wir gehen hier zur Söldnerwache Elpas, mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Guten Tag. So, also vertont ist das ja nicht. Ich habe euch schon überall gesucht, Alios. Es gibt viel zu tun. Und Miss, habt ihr denn da? Ihr seid wohl nicht ganz bei der Sache. Hatte einen seltsamen Traum. Hier wird nicht im Dienst geschlafen, Alios. Das ist hier eine Söldnertruppe und kein Kindergarten. Wenn das noch einmal vorkommt, fliegt ihr raus. Meldet euch jetzt bei Miris. Wir haben gerade unseren ersten Vertrag erhalten und müssen einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt könnt ihr zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Gut, wenn ihr euch von eurer besten Seite zeigt, werde ich über eure Unpünktlichkeit hinwegsehen. Andernfalls bekommt ihr es mit Miris zu tun. Und der wird schnell wütend. Worauf wartet ihr? Lebt wohl! Okay. So, wo ist der auf der Karte? Der blaue Punkt, der ist da hinten. Kann ich rennen? Nein, da kann ich rennen. Hallo, Miris. Ja, sprich doch. Hört auf zu schwatzen und tut etwas für euren Sold. Oh, wie schön, dass ihr euch endlich herbemüht habt, Alios. Also, um das einmal klarzustellen, wir dulden hier keine Drückeberger. Jeder von uns ist voll bei der Sache und trägt einen Teil bei. Jeder kann sich auf jeden verlassen. Ihr mögt als Krieger talentiert sein, aber das heißt nicht, dass ihr aufkreuzen könnt, wenn euch was passt. Wenn es euch passt. Wenn ich das nächste Mal mit dem Finger schnippe, kommt ihr im Galopp, Alois. Was gibt es zu tun? Von nun an arbeitet ihr mit mir, oder besser gesagt, ihr bekommt eure Anweisung von mir. Hauptmann Kalion hat die Geduld verloren und mir die Beseitigung der Probleme auf der Akarios-Ebene zugewiesen. Ich wollte am liebsten mit euch zusammenarbeiten. Ach, ein Gruß ist nicht nötig. Hört mir nur gut zu und arbeitet sorgfältig. Dann könnt ihr hier ein Vermögen verdienen. Also, nehmen wir uns als erstes die Streifen-Cherubim vor. Davon gibt es viel zu viele. Die Biester haben Argas Farm verwüstet und sich auf den angrenzenden Feldern niedergelassen. Wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen, geht Poeta der Großteil der Ernte verloren. Ich brauche euch wohl nicht zu erklären, welche Folgen das haben würde. Nein, was kann ich tun? Die Priesterin von Akarios, Polinia, hat uns um Hilfe gebeten. Normalerweise würden wir sie etwas hinhalten, um mehr dabei herauszuschlagen, aber die Lage ist bereits zu ernst. Unsere erfahrenen Söldner sind bereit zur Streifen-Cherub-Jagd ausgezogen. Eure Aufgabe, Alios, ist es, einige Cherubim zu erlegen. Machen wir. Sehr gut, ihr findet die Streifen-Cherubim überall hier in der Gegend. Beeilt euch aber, sonst kommen die anderen Söldner euch zuvor. Denkt daran, Alios, ihr müsst euch hier beweisen. Wenn ihr diese erste Aufgabe nicht bewältigt, nimmt eure Söldnerlaufbahn ein frühes Ende. Also, auf zur Streifen-Cherub-Jagd. 3 Stück müsst ihr erlegen. Lebt wohl. Mach ich. So, mal gucken. Streifen-Cherub. Ah, guck mal, da sind sie. Okay, wahrscheinlich. Also, habe ich es aber auch schon lange nicht mehr erlebt. So, muss ich den looten oder so? Nee, was sagen die Infos? Zum Nutzen einer Angriffsfertigkeit wählt ihr das Ziel aus und klickt auf das Symbol in der Aktionsleiste. Okay. Klickt auf ein besiegtes Ziel, um seine Gegenstände anzuzeigen. Also gemeinsames, also Teilen der Gegner geht hier nicht. Ah, oh, also hier heißt es anpunkten.
So eine Scheiße. Doch, das hat jetzt funktioniert. Wir verstehen tue ich es nicht. Aber natürlich ist der Magier da in der Sache natürlich wieder im Vorteil, ne? Ganz klar. So, was muss ich machen? Monster auf den erledigt, Monster auf dem Feld, die weniger als 5 Stufen Unterschied zu euch haben. Okay. Ausruhe. Erhole ich mich dann auch? Ja, perfekt. Bin ich sehr gut. Dann brauche ich keine Tränke kaufen. Das finde ich ja ist eine super gute Idee. Ich meine, hier merkt man schon den Unterschied. Obwohl wir zwar ein Classic spielen, haben wir trotzdem schon eine Questhilfe dabei, wo ich darüber nicht traurig bin. Die haben alle nichts dabei. Nee, da bin ich wirklich nicht traurig. Oh hier. Das war in anderen Spielen schon etwas, also es ist sehr unnötig, finde ich. Klar, es ist schön, aber es erspart einem noch viel Zeit. Leute hier stehen. Oh. So, einen noch. Und dann haben wir die beiden. Ah, cool. Level up. Sehr schön. Und zurück, Alios. Also habt ihr euren Auftrag ausgeführt? Bericht erstatten. Gute Arbeit. Elpas hat euch also doch nicht ohne Grund empfohlen. Hier sind eure Kina, aber haut nicht alles gleich auf den Kopf. Natürlich nicht. Die Cherubin hätten wir etwas dezimiert, aber es ist viel Korn verschwunden. Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass wahrscheinlich die Cherubin das Korn beiseite geschafft haben. Es wäre nicht das erste Mal. Den Dorfbewohnern steht ohnehin schon eine magere Ernte bevor. Sie müssen genügend Korn für sich selbst sammeln und obendrein noch den Tribut für Elesia nach Sanctum schicken. Und jetzt? Es kommt noch schlimmer. Polinia weigert sich, uns zu bezahlen, wenn wir nicht die Kornsäcke aus den Kurubium-Bauten zurückholen. Ziemlich hartgesotten für eine Priesterin, nicht wahr? Wir haben also keine Wahl. Wir müssen den Dorfbewohnern die Kornsäcke zurückbringen. Traut ihr euch das zu? Besorgt zunächst 4-mal Cherub Kornsack, damit wir unseren Tribut an Sanctum leisten können. Die Truppen können sich bereits um die Cherubim, also könnt ihr euch auf die Kornsäcke konzentrieren. Geht zunächst zu der Hütte auf der Anhöhe, die hinter dem Holzzaun. Wenn ihr dort keine Kornsäcke findet, dann sucht nach anderen Lagern. Es gibt sicher noch weitere auf der Arceus-Ebene. Lebt wohl. So, er meint bestimmt das hier. Also, redet er von diesen Kornsäcken? Aber die kann ich nicht anklicken. In der Questanzeige seht ihr eine Kurzbeschreibung der laufenden Quest. Jetzt müsste ich natürlich wissen. Menü. Ah. Die muss ich eigenhändig aktivieren. Okay, das kann man bestimmt einstellen. Guck mal, auf der Karte sieht man, dass es da blinkt. Was bedeutet das? Ach nee, das bedeutet nur, dass ich den anvisiert habe. Okay, alles klar.
bedeuten? Was soll das bedeuten? Was anderes. Also die Kornsäcke sind wirklich hier in dem Gebiet. Jetzt kann es natürlich so sein, dass, wie man es kennt, die Leute sammeln das und du siehst es halt nicht mehr. Gucken hier, guck mal, hier kann ich eine Blume sammeln. Oh, es gibt sogar einen Misserfolg. Okay. Oh, oh, das ist ja interessant. Oh, shit. Ah. Nochmal sammeln? Wie viel kann ich sammeln? Sehr lustig. Guck mal, ist noch ein Lager. Ah, die. Ah, okay. Das, also mit diesen Müllsäcken habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, sprich doch. Schon wieder zurück. Habt ihr alle Kornsäcke? 1, 2, 3, 4, sehr gut. Ich hatte schon befürchtet, dass ihr ein Drückeberger wie Elpas seid, aber da habe ich mich wohl geirrt. Gute Arbeit. Also gut, Alios, hört zu. Ihr schlagt euch prima, da habe ich mir gedacht, wir könnten euch auch mit wichtigen Aufgaben vertrauen. Was ist mit dem Korubin? Keine Sorge, hier fangen bald neue Rekruten an, die sich auf die Plage ansetzen werde. Euer Befehl lautet jetzt, zum Dorf zu hoch zu gehen und Polinia Bericht zu erstatten. Sie kümmert sich um unsere Bezahlung, also berichtet ihr, was wir hier alles für sie getan haben. Polinia findet ihr vor dem Nobilium. Und achtet darauf, dass sie alle Details des Berichts genau notiert. Und danach sprecht ihr unbedingt mit Hauptmann Kalion. Er wird wissen, wo er euch einsetzen kann. Lebt wohl. Und dann schaue ich mal auf die Karte. Aha, dahin müssen wir jetzt laufen. Das typische Gelatsche und rennen kann er auch nicht. Interessant. Man überlegt, wie einfach und also wie das noch so programmiert worden ist, so überhaupt alles so. Dann machen wir hier mal ein kleines Dörfchen hin und da mal ein Häuschen und dann sind die Gegner auch alle auf einem Haufen, ja. Guck mal, der Farmer, der hat für uns eine Aufgabe. Schöner Tag, nicht wahr? Alles Farm. So, helft mir doch, Söldner. Selbst an einem Tag wie heute kann ich mir nicht helfen. Ich fühle mich elend. Ich habe schon daran gedacht, die Landwirtschaft ganz aufzugeben. Ach, ihr müsst zu den Söldnern gehören, die wir verpflichtet haben. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was ist denn los? Nun ja, es sind nicht nur die Cherubim. Jetzt graben auch noch Kornschnüffler meine Felder um und hindern mich daran, meine Ernte einzubringen. Bald wird nichts mehr übrig sein. Ich bin sicher, ein fähiger Krieger wie ihr hätte keinerlei Schwierigkeiten, sie auszudünnen. Könnt ihr das tun? Ehrlich, ich würde euch dann nicht bitten, wenn ich euch nicht dringend bräuchte. Bitte helft mir. Ah, herzlichen Dank. Besorgt mir ihr Schwänze eines Kornschnüfflers. Ich vertraue euch, Söldner. Geht wohl. Kornschnüffler? Ja, guck mal. Ah. Na, wo sind die Schnüffler? Da ist noch einer. Euer Ziel existiert nicht.
So, einer fehlt noch. Da ist er. Nur greifen mich die anderen nicht an. So, ich bin zurück. Ja? Braucht ihr irgendetwas? Was? Ihr seid schon wieder zurück? Habt ihr die Schnüfflerschwänze? Hier sind sie. Sieh an, wie fett diese Biester von meinem Korn geworden sind. Das wären 3 Probleme weniger. Bitte nehmt diese Belohnung an, es ist nicht viel, aber bis ich auf dem Markt war, ist das alles, was ich euch anbieten kann. Perfekt. Na, das war doch eine wunderbare Aufgabe. So, und da kommen wir auch leider wieder schon zum Ende. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, die ersten Schritte hier in Iron Classic zu machen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Dann würde ich mich selber ein Like freuen und wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, dein André und tschüssi.